Ich bin Mensch und kein Schiff verschollen auf hoher See. Liebe Menschen, liebe verschollenen Schiffe auf hoher See, liebe Tote, schon einmal so begrüßt waren? Ich möchte euch jetzt mit dem Video ein bisschen über unsere Welt erzählen. Ich bin, was bedeutet ich bin, wer, was, wo bin ich denn eigentlich? Lasst uns einen Versuch starten. Und zwar, nimm ein Stück Papier und schreib zwei Worte auf. Ich bin. Und nun lass deinen Gedanken freien Lauf und schreib alles auf, was dir dazu einfällt. Du hast den ganzen Zettel zur Verfügung. Laut anderen bist du zu ruhig, zu laut, zu dick oder fast magersüchtig. Dies passt nicht, das passt nicht. Naja, du kannst nie jedem alles recht machen, sei dir dem bewusst. Lerne dich selbst wieder kennen. Was machst du gerne? Was ist für dich lebenserfüllend? Bist du irgendwo gefangen, wo du gar nicht arbeiten willst? Oder bist du ein freier Mensch, der das Leben genießt? Du stehst oder sitzt oder liegst hier auf dieser Erde. Du bestehst aus Fleisch und Blut. Wenn dich jemand zwickt, dann spürst du das. Mit deinen 5 Sinnen, hören, sehen, fühlen, riechen und schmecken, kannst du die Natur und die Menschheit wahrnehmen. Du bist Mensch, du bist lebendig, du bist so, wie die Natur dich geschaffen hat, perfekt. Du bist der, der du bist. Du bist Mensch, du bist perfekt. Und was steht auf deinem Stück Papier, worauf die ersten Worte "Ich bin" lauten? Der Strohmann. Was ist denn bitte ein Strohmann? Es gibt eine Pyramide. An oberster Stelle steht der Schöpfer. Darunter befindet sich das Naturrecht. Unter dem Naturrecht sind Mann, Frau, also der Mensch. Darunter die Regierung, die menschengemachten Gesetze. Und an letzter Stelle die Person, also der Strohmann. Es gibt einen Unterschied zwischen Mensch und Person. Der Mensch steht unter dem Naturrecht, besteht aus Fleisch und Blut und lebt hier auf dieser Erde, wie wir bereits bei Ich Bin erfahren haben. Jedoch die Person, Persona bedeutet übersetzt Maske, sie ist eine Erfindung, eine Sache, ein Spiegelbild des Menschen. Bei Geburt jedes Kindes, zertifiziert durch die Geburtsurkunde, wird die Person erschaffen. Die Person hat den gleichen Namen, das gleiche Geburtsdatum und die gleiche Adresse wie der Mensch. Sie besteht aber nicht aus Fleisch und Blut, sie existiert nicht wie der Mensch. Sie ist eine Sache bzw. eine Firma, zertifiziert durch die Geburtsurkunde. Die Regierung benutzt sie, um damit unglaubliche Summen von Geld zu schaffen. Geld? Ja, richtig. Auf deiner Geburtsurkunde befindet sich eine Registrierungsnummer. Mit dieser Nummer wurde ein Konto gegründet, ebenso mit einer Sozialversicherungsnummer. Hier geht es um Milliarden von US-Dollar, von denen du natürlich nichts weißt. Ein Zitat aus dem Video Sklaven ohne Ketten. Ein Kind, das geboren wird, ist wie ein Schiff, das zu Wasser gelassen wird. Es wird registriert. Auf der Geburtsurkunde ist eine Registrierungsnummer. Die wird an eine Bank of England verhandelt. Diese hat die Aufgabe, die Flotte aufzurüsten, Geld zu beschaffen, um die Flotte zu bezahlen. 1540 durch die Bulle von Unam Sanctam Catholicam, übersetzt eine heilige katholische Kirche, Papst Paul III. Begann der Missbrauch. 1666 kam es zum ersten Justi Quy Act, welcher von England ausging. Diese besagt, jeder, der sich nicht innerhalb von 7 Jahren lebend meldet, wird für tot erklärt. Kinder bis zum 7. Lebensjahr haben also die Chance zu sagen, hey, ich bin nicht tot, ich bin nicht verschollen auf hoher See, ich lebe. Es gibt noch einen zweiten Justi Quy Act vom Jahre 1707. Dieser galt für Schottland und England, sprich Großbritannien. Dieser besagte, wer sich nicht lebend meldet, ist für tot erklärt. Wir sind also Schiffe, verschollen auf hoher See. Ach du schlaue Regierung.
Du, der Mensch, wirst also bei Geburt zu einer Sache. Die Sache ist ein Schiff verschollen auf hoher See. Da du verschollen bist, bist du tot, klar. Die Person steht unter den menschengemachten Gesetzen, Beispiel Handelsrecht, Seerecht, Zivilrecht, Strafrecht. Die juristische Person ist nur dazu da, um Geld zu produzieren, um das System zu erhalten. Du bist nicht die Person, du darfst in ihrem Namen arbeiten, um Steuern zu zahlen. Daher kann die Regierung mit der Sache, also dir, machen, was sie will. Aber nicht mit uns Menschen. Wir sind über den menschengemachten Gesetzen und nur unter dem Schöpfer und dem Naturrecht. Das kanonische Recht. Eine Kurzfassung. An oberster Stelle befindet sich der Heilige Stuhl, also die römisch-katholische Kirche, welche aus 23 Teilkirchen besteht. Er wird unterteilt in den Osten und Westen. Der Osten hat 22 Teilkirchen und der Westen eine. Diese Teilkirche ist die lateinische Kirche. Sie hat das kanonische Recht gegründet. Oberhaupt ist nicht der Papst, sondern der Patriarch von Jerusalem. Der Heilige Apostolische Stuhl. Die katholische Kirche, katholisch, auf Griechisch Katholikos, bedeutet allgemein, allumfassend, über alles herabkommend. Das Wappen des Heiligen Stuhls sieht folgendermaßen aus. Es sind zwei Schlüssel zu sehen, der Schlüssel zur Welt und der Schlüssel zur Kirche. Verbunden sind sie mit einem weißen Band. Was ist denn die Welt? Die Welt ist die Gesellschaft, sogenannte Gesellschaft, die Gesamtheit der Personen. Nicht Menschen, sondern die Gesamtheit der Personen. Und die Kirche, das ist ein Bauwerk, ein geweihtes Gebäude für Gottesdienste, ein geweihter Versammlungsort, zum Herrn gehörig. Der Hafen, in dem wir hineingeboren werden, wird vom Heiligen Stuhl beobachtet. Dieser hat mit allen Staaten einen Vertrag, um das tun zu dürfen. Die Welt und die Kirche haben also gekennzeichnet durch die Schlüssel im Wappen einen Vertrag mit allen Staaten. Interessant. Dieser Vertrag wird Konkordat genannt. Zitat aus dem Konkordat zwischen der Republik Österreich und dem Heiligen Stuhl. Seine Heiligkeit Papst Pius XI. Und die Republik Österreich, die in dem Wunsch einig sind, die Rechtslage der katholischen Kirche in Österreich zum Besten des kirchlichen und religiösen Lebens in gegenseitigem Einvernehmen in dauerhafter Weise neu zu ordnen, haben beschlossen, eine feierliche Übereinkunft zu treffen. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche in ihren verschiedenen Riten die freie Ausübung ihrer geistlichen Macht und die freie und öffentliche Ausübung des Kultus. Der apostolische Nuntius ist der päpstliche Botschafter. Ich habe bis jetzt noch nicht von ihm gehört. Zitiert aus Wikipedia. Er ist der ständige Vertreter des Heiligen Stuhls bei der Regierung eines Staates. Wie wir wissen, gibt es ja ein Konkordat. Er nimmt darüber hinaus auch die Interessen des Staates Vatikanstaat wahr und vertritt den Papst als Kirchenoberhaupt gegenüber den Ortskirchen des entsprechenden Landes. Der Sitz eines Nuntius wird Apostolische Nunziatur genannt. Man kann ihn sozusagen als Filialleiter sehen. Im Westen, haben wir gehört, gibt es die lateinische Kirche, auch römische, westliche oder Westkirche genannt. Sie ist der größte, bedeutendste Inhalt der römisch-katholischen Kirche. Natürlich, denn sie hat das kanonische Recht gegründet. 1983, Codex Juris Canonici.
also das kanonische Kirchenrecht. Kirchenrecht bin ich die Einzige, die sich, als sie dieses Wort zum ersten Mal hörte, gefragt hat, warum gibt es ein Kirchenrecht? Das Seerecht. Nach kanonischem Kirchenrecht werden wir nach Seerecht verwaltet. Aber warum? Wir leben doch auf Land. Wie schon beim Strohmann beschrieben, ist unsere juristische Person eine Sache, ein verschollenes Schiff auf hoher See. Zitate aus dem kanonischen Recht. Kanones 1. Die Kanones dieses Kodex betreffen allein die lateinische Kirche. Kanones 11. Durch rein kirchliche Gesetze werden diejenigen verpflichtet, die in der katholischen Kirche getauft oder in diese aufgenommen worden sind, hinreichend Vernunftgebrauch besitzen und falls nicht ausdrücklich etwas anderes im Recht vorgesehen ist, das siebte Lebensjahr vollendet haben. Kanone 96. Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen unter Beachtung ihrer jeweiligen Stellung eigen sind, soweit sie sich in der kirchlichen Gemeinschaft befinden und wenn nicht eine rechtmäßig verhängte Sanktion entgegensteht. Beachtet das Fettgedruckte. Also, die Kirche ist der Grund, warum wir sozusagen für tot erklärt sind. Kanone 97, Paragraph 1. Eine Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist volljährig, bis zu diesem Alter minderjährig. Paragraph 2. Ein Minderjähriger vor Vollendung des 7. Lebensjahres wird Kind genannt und gilt als seiner nicht mächtig nach Vollendung des 7. Lebensjahres, aber wird vermutet, dass er den Vernunftgebrauch erlangt hat. Oh, das Wort Kind gehört der Kirche. Kanones 202, Paragraph 1. Im Recht versteht man unter einem Tag einen Zeitraum, der aus 24 ununterbrochenen Stunden besteht und um Mitternacht beginnt, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vorgesehen ist. Unter einer Woche einen Zeitraum von 7 Tagen. Unter einem Monat einen Zeitraum von 30 Tagen und unter einem Jahr einen Zeitraum von 365 Tagen, wenn nicht gesagt wird, dass Monat und Jahr wie im Kalender zu berechnen sind. Die Zeit wurde von der Kirche festgelegt. Was hat die Zeit mit dem Glauben zu tun und warum steht diese im Codex Iuris Canonici? Erscheint dir die Kirche auch wie ein Spiel und ich zeige euch gerade einen Teil der Spielregeln? So, der Patriarch von Jerusalem, Theophilus III. Von Jerusalem, geboren am 4. April 1952. Er ist der amtierende Patriarch von Jerusalem. Er ist sozusagen der Chef der lateinischen Kirche und somit gehört ihm das kanonische Recht und nicht dem Papst. Noch einmal der Überblick. Das Naturrecht. Zitate aus iccjv.org/Naturrecht. Das Individuum, der die Souveräne. Der Mensch ist ein Individuum. Der Verstand ist eine Eigenschaft des Individuums. Und so ist es auch mit den Gedanken. Das Herz ist ein Attribut des Individuums und so ist es auch mit allem, was das Herz zur unteilbaren Einheit macht, mit dem Körper, dem Geist und der Seele. Alle Funktionen von Körper und Geist sind im Privatbesitz und entspringen der Quelle des Ursprungs und können weder gemeinsam mit anderen genutzt noch übertragen werden. Ihre Existenz ist getrennt von anderen Existenzen. Sie sind ein einzigartiges Lebewesen, ein Individuum. Leben und Freiheit. Die Gründerväter Amerikas,
verstanden, dass das Wort Leben bedeutet, dass sie die Freiheit haben, es zu leben. Sie wählten das Wort Unabhängigkeit, was für sie bedeutet, in Freiheit, unabhängig, als singuläres Mitglied der Familie der Menschheit zu leben, nicht als Gesellschaft. Unabhängigkeit ist ein Produkt der Freiheit, nicht umgekehrt. Gesellschaft, Freundschaft, Friede und Freiheit. Gesellschaft ist kein Gebilde, das von Menschen geschaffen wurde. Gesellschaft wächst von selbst durch freie und freundschaftliche Beziehungen, wo jeder alle anderen und deren Eigentum respektiert. Frieden ist der Zustand der Menschen, die ihre Gedanken- und Handlungsfreiheit, Freundschaft und Unabhängigkeit genießen, ohne körperlich oder geistig in einer feindseligen Art und Weise behandelt zu werden. Recht auf Eigentum. Jedes lebende Individuum hat das Recht auf Eigentum, beginnend natürlich mit dem Recht auf das eigene Leben. Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Rechte möglich. Das Recht auf Eigentum ist das Recht eines jeden, individuelles Eigentum zu erschaffen, nicht dass demjenigen Eigentum geschenkt wird. Jeder hat das Recht, eine Ausbildung anzustreben. Niemand hat das Recht, eine Ausbildung zu fordern. Souverän. Einer, der nicht programmiert wurde, schaut auf die Welt und sieht anstatt der Hierarchien der verschiedenen herrschenden Klassen in verschiedenen Rechtsordnungen eine Welt von Gleichgestellten. Natürlich nicht in Bezug auf Talente, Fähigkeiten oder Reichtum, aber gleichgestellt im Recht. Er sieht eine Welt, in der jeder Mensch sich selbst besitzt. Und er kommt zu der Erkenntnis, dass er keinen rechtmäßigen Herrn hat, dass niemand da ist, der über ihm steht und dass das auch für alle anderen gilt. Er ist keiner Regierung verpflichtet, keinem Land und keinem Recht. Er ist eine souveräne Entität, ein souveränes Wesen. Er ist nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet und nichts anderem. Ein Mensch kann Böses nicht nur durch seine Handlungen verursachen, sondern auch durch seine Untätigkeit. Und in beiden Fällen ist er mit Recht für den Schaden verantwortlich zu machen. Mein erster Atemzug bezeugt, dass ich von Natur aus bin. Ich bin von meiner Natur aus frei und unabhängig. Jede meiner von meiner Natur aus gegebenen Fähigkeiten unbehelligt auszuüben und die Natur jede meiner Fähigkeiten zu schützen, ist mein souveränes, uneingeschränktes, unveräußerliches, unübertragbares, individuelles Recht auf Maßnahmen, die kein anderer befehlen kann, überschreiten, übertreten oder verletzen darf, übereinstimmend mit den gegenseitigen Rechten aller anderen. Nur wenn jeder Mensch frei ist, um aus seinem eigenen Willen heraus zu existieren und weder andere opfert noch sich selbst opfert, nur dann ist jeder Mensch frei, für das höchste Gut und zum höchsten Wohle aller zu arbeiten, das er für sich selbst erreichen kann, durch seine eigene Wahl und aus eigener Kraft. Und nur durch die Summe der individuellen Leistungen ist das allgemeine soziale Wohl aller möglich. Die Zwangsvollstreckung der Welt. Was ist eine Zwangsvollstreckung? Das bedeutet unter Zwang beendet. Entnommen aus einer Quelle, eigentlich ist das ganz einfach erklärt. Die Regierungen und Banken haben ein Sklavensystem betrieben. Das wurde beginnend mit der Finanzkrise ab 2009 geprüft und das Ergebnis anschließend registriert. Da niemand widersprochen hat, sind die Registrierungen des OPPT ein unwiderlegter Fakt. Muss man widersprechen? Nach dem Uniform Commercial Code, UCC, dem internationalen Handelsrecht, ja. Und da niemand widersprach, gibt es mit Wirkung vom 25.12.2012 keine rechtmäßigen Regierungen, keine Verträge und keine Gesetze mehr, die uns knebeln könnten. Wir sind frei. Niemand kann mehr gezwungen werden, irgendwelche Darlehen, Steuern oder Strafen zu zahlen.
Mit Sklavensystem ist natürlich das kanonische Recht gemeint. OPPT, One People's Public Trust, war ein Fonds, der von 3 Juristen gegründet worden war. UCC, Uniform Commercial Code, ist ein einheitliches Handelsrecht, das ursprünglich von der Kirche nach römischem Recht geschaffen wurde und weltweit gültig ist, jedoch nur für Sachen. Auch Länder richten sich nach dem UCC. Alle, die sich an UCC halten müssen, haben eine DUNS-Nummer, Data Universal Numbering System. Diese wird nur an gewerbliche Personen oder Unternehmen vergeben. Ja, richtig, Länder sind Unternehmen. Auch Gerichte, Ämter, Behörden und die Polizei sind Unternehmen. Nehmen wir als Beispiel Deutschland. Die DUNS-Nummer der Bundesrepublik Deutschland GmbH lautet 3416-11478. OPT hat, wie schon erwähnt, eine Serie an Ansprüchen im UCC hinterlegt. Ziel war, die Regierung, Behörden und Unternehmen außer Kraft zu setzen. Sie gaben eine zeitliche Frist. Wenn in dieser Zeit keine Widerlegung vorliegt, kommt eine Unterlassungsklage bzw. Versäumnisklage. In Folge wird diese Einheit aufgelöst und somit sind alle zwangsvollstreckt. Ein UCC-Anspruch geht erst registriert, wenn er nicht widerlegt wird. Am 25.12.2012 war die Verkündung der Zwangsvollstreckung der Welt. Die Ansprüche wurden nicht widerlegt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein wenig weiterhelfen konnte, die Welt besser zu verstehen. Ego sum qui sum, cap diem causa finita est. Ich bin da, ich bin, nutze den Tag. Die Sache ist beendet. Alles Liebe und willkommen in Freiheit.